So, moin, moin, moin. Ja, San ist am Meckern. So, San, wo sollen wir jetzt hin? Du Manis, ja. Wir gehen zu Melex Grillhaus. Ey, Ivan, was geht? Ja. Wo wollen wir jetzt hin? Melex Grillhaus, da gibt's Adana drüben. Du hast gesagt, Digga, die heftigsten Adana drüben, die du je gegessen hast. Was sagst du dazu? Also hier in Deutschland auf jeden Fall. In Deutschland, also. Alter, wir sind mal gespannt. Wir fahren auch jetzt nach Bremen und probieren diesen Heft. Es ist so ein kleiner Wagen. Ist einfach so ein, wie ein Sana hier, so ein. Wirklich auch im. Was kostet der Spaß? Das war das nochmal 10 Euro. 10, ne? Es geht, ja. Ist okay, oder nicht? Ja? Schau mal, dann treffen wir uns gleich da und geben uns was. Bis gleich. Ja, ihr kennt den Fünfer, ne? Das ist mein alter Fünfer, den hat Ivan. Langsam fahren. So, liebe Freunde, jawohl, ja, wir fahren mit Mini. Schon lange nicht mehr gefahren. Wolltest du jetzt fahren? Nein. Wie sieht's aus? Kannst du überhaupt dieses Auto fahren? Hast du es verlernt vielleicht? Nein. Oder meinst du, kann man Autofahren verlernen? Ja, ach, der Mini ist ja auch schön, ne? Muss man jetzt sagen, oder? Hm. Schickes Ding. Ich mag okay. Den. Tamam. Ich habe ihn nur selten gehabt. Erst hat der Jan den gehabt die ganze Zeit. Ja, du hast ihn wirklich selten gefahren. Ja. Warte, ich muss mich anschauen. Manis Videos haben wir ein bisschen vernachlässigt. Was ist das vernachlässigt? Ne? Also gab es jetzt auch die Tage so, irgendwie. Ja, stimmt. Wir haben ich habe ja noch was mitgenommen. Ich hatte doch Schwestern klein. Ach so, ja, stimmt. Ja, ja, das können wir vielleicht hier mit reinbauen. Mal gucken wir mal. Ja, die waren noch mal hier, alle Schwestern was essen. Das können wir noch mal mit reinbauen. Ja, wir haben jetzt heute natürlich zu Vatertag, Christi Himmelfahrt oder sowas. Wir fahren jetzt nach Bremen und wollen diesen Adana drüben probieren, wo San so begeistert von diesem Drüm spricht. Er hat gesagt, original Sanae. Wallah, wir gucken mal, ey. Original Sanae. Ja, liebe Freunde, dann schauen wir mal, wie wir fahren, was wir machen, wie es in Bremen aussieht. Wetter ist aber angenehm. Heute Morgen hat die Sonne geschienen. Ich dachte, geil, kurze Hosen anziehen. Habe ich gemacht, dann habe ich in der Firma gemerkt, ach du, Kaki, Kaki, es ist doch ein bisschen kalt. Also wieder eine Jacke rübergezogen. Ja, reicht auch. Gefrühstückt mit Tochter heute zu Besuch gewesen. Ja, fahren wir mal jetzt locker entspannt mal hin. Schauen wir mal, was abgeht, Schatz. Ja. Jawohl. Ne? Dann sehen wir uns gleich. Auf was für Konzert geht da, Raimo? Die war gestern auf dem Konzert. Ach so, ich dachte, es geht heute. Nee, die war gestern auf dem Konzert. Okay. Herzlich willkommen bei den Gemeins. Heute ist Schwestern-Time und Mama-Time. Ich weiß nicht, wir sind hier in Hamburg, weil meine Schwester ist beruflich in Hamburg. Wir sind hier bei so einem Hotpot Spicy heißt der Laden. Und das Hotpot ist so wie so eine Brühe, wie eine Fondue, aber eben halt mit einer Brühe. Da kannst du die Brühe aussuchen. Ich zeige euch gleich, was man da so alles nehmen kann. War hier auch noch nie. Ich habe früher immer einen Hotpot gegessen in Bremen, aber es gibt es nicht mehr. Ich zeige euch gleich, was man so machen kann. Also wir sind jetzt hier, aber ich habe schon die erste Beschwerde. Wir haben bestellt und man hat uns nicht wirklich aufgeklärt. Und ja, kein Mensch spricht Deutsch. Das finde ich richtig unfair, weil ich meine, du kannst nicht ein Restaurant machen und die Hälfte der Leute verstehen kein Deutsch. Die Chefin sitzt da und versteht das auch nicht. Der Typ hat uns auch nicht verstanden. Egal, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Emin-Jan. Auf jeden Fall, das sind die Sachen, die man sich bestellen kann. Mein Neffe macht die ganze Emin-Jan. Warme Speisen. Ich nehme mir schon einfach mal was. Also ich weiß nicht, Preis-Leistung kann ich nicht so sagen. Ich glaube, eine Brühe, so ein Top, kostet 31,90. Ich bin mir nicht sicher, meine Schwester hat ausgegeben. Geschmacklich, ich fand es nicht schlecht, aber ich muss leider dazu sagen, der kriegt einen Minuspunkt, weil hier kann kein Mensch Deutsch. Keiner von den Kellnern. Du kannst dich nicht verständigen. Und das finde ich, weiß ich nicht, unter aller Sau. Ich will ja irgendwo was essen gehen. Und das macht es ja auch aus, wenn man sich wohlfühlt. Wie gesagt, das hat alles gut geschmeckt, aber... In das Seegebiet, Schatz. Ja, ja, hat San auch gesagt. Deswegen sagt San ja auch original Sanai. Allah, ja, sieht schon natürlich hier, okay, ne, während der Arbeitszeit in der Woche kann hier voll sein. Ja. Meinst du, das ist der Laden hier? Nee, das soll irgendwo links sein. Was ist das hier? Ostergrill. Ah, okay, haben wir noch ein bisschen. Das ist auch, guck mal, so wieder, hier ist auch so Sanai. Auch so ein Style, Alter, finde ich geil. Ja, so ein Sanai-Essen, ja. Grillhaus. Ja. Nicht schlecht. Also ich war ja noch nie. Aber San war so begeistert. Ja, San hat ja richtig gefeiert, ne? Ja. Ja, geile Autos hier, ne? Was ist das denn hier? Wei, wei. Wei, wei. Da war ein Audi Cabrio. Boah, der hat ja auch hier gelitten, der. Boah, der sieht auch schon traurig hart aus. Oha.
So, wo soll er sein? Wo soll er sein? Das soll hier irgendwo sein. Ich sehe bis jetzt. Einmal noch rüber. So, da stehen schon ein paar Leute, ne, wie du sagst, Alter. Meinst du, dass das so gut ist, dass die Leute herkommen und hier einen anderen essen? Was siehst du ja? Ich sehe es. Geile ML hier, ne? Ja. Das sieht doch gut aus. Fette Felgen drauf, also Silber. Oha, oha, oha. Also, dreh mal um, man kann Park jetzt machen. Nicht sagen, dass der. Oh, der ist aber voll. Ja. Hier ist ja richtig viel los. Ich denke mal, vielleicht läuft da. Melex Grill, so ein kleiner Laden, der ist auch gut gefüllt. Puh, wir probieren's. Aber siehst du ja, siehst die Bilder richtig. Walla, auf dein Wort, wir gucken mal, wie das hier schmeckt. Aber sieht schon urig aus. Richtig Sanai, wirklich Sanai. Walla, ja. Ich weiß nicht, wenn hier die Straße da weiter runterfährt, ist gesehen, ein richtiger Sanai-Laden. Aber auch die Autos hier, guck mal. Mann, ja. Da steht ein M3 und sowas. 335i war das. Ja, so Sanai-Style ist sowieso unser Ding. Wir mögen Sanai-Style. Ja. Wir gucken mal, wie das schmeckt. Ich wollte jetzt nicht da direkt die Kamera vor die Leute halten. Ich finde es auch so ein bisschen, manche wollen das nicht, ne? Ja, also sind auch andere du Leute kannst hier Köfte, Adana, alles. Hähnchen, Spieß, alles. Ja, wir holen allerdings jetzt hier die Preisliste, können wir mal reingucken. Ja. Schauen wir mal. Okay. Gucken, wie es schmeckt. Wie gesagt, auf Sans Empfehlung. Also nach Geschmack ist es Adana Dürüm, habe ich jetzt hier gegessen, war schon echt heftig. Also das heftigste im Leben, sag ich mal. Okay, wir probieren. Hast du auch schon hier gegessen, Junge? Ich war noch mit ihm zusammen hier. Und? Was sagst du? Ja? Okay. Okay, wir probieren. Wir chillen hier seit einer halben Stunde. Ja, das ist leider der Nachteil. Leider. Aber ihr mit Gelde. Wo? Ich hoffe, es lohnt sich. Ja, das ist schon ein bisschen hart. Also ich sehe kein Essen. Also letztes Mal. Aber ich glaube, wir sind auch die Nächsten, ne? Nee, die zwei Mädchen. Ja, aber stell dir vor, hier kommen noch mal 10 Leute. Da müssen wir eine Stunde am Warten. Also ja, ich weiß es nicht. Also erst der Geschmack muss treffen, aber trotzdem die Wartezeit nervt. Ja, ja. Nächstes Mal anrufen, vorbestellen. Ja, super, Alter. Als ob ich im Nobel-Restaurant anrufe und mir irgendwie ein Grübel stelle. Also Fazit, keine Ahnung. Also bis jetzt habe ich jetzt schlechte Laune. Er muss jetzt einen Laden aufmachen, dann läuft das noch schneller. Hier, hat ein bisschen schlechte Laune jetzt. Ich glaube, sein Grill ist halt nicht so groß, ne? Ja, kann ja nicht so groß sein im Wagen. Aber bestimmt, aber Elektrogrill. Weiß ich kann gar nicht. Ich mir weiß nicht. Ich gar nicht. Ja, aber Elektro wird dann auch vom Geschmack jetzt nicht so toll. Weiß ich ehrlich gesagt. Also riechen tut's gut, muss ich ehrlich sagen. Geschmack bei mir im Garten auch, wenn ich grille. Geschmack, ihr werdet durchziehen. Wir gucken. Okay. Ultimative Test. Was sagst du über das Brot aus? Brot ist geil. Das Brot ist pervers. Das ist ja in diesen. Das ist Jale-Brot. Jale Ekmek mit Ed, Tomates und Auf dem Geschmack ist gut. Ja. Muss ich sagen, hast du recht gehabt. Genau. Danke dir. Hast du recht gehabt. Danke. Also hat sich das Warten gelohnt? Nein. Aber wir haben jetzt so 40 Minuten gewartet. Wie erinnert dich an hier Adana, denkst du bei Emre? Ach, wir übertragen, aber es schmeckt wirklich gut. Ja. Probieren wir das selber. Ja, okay, bei. Du meinst jetzt in Sanae bei Emre. Ketchup, Mayo, beides bitte. Ist hart, ne? Du meinst bei Emre diesen hier Laden. In Sanae, da, wenn du rausgehst, aus dem Tor und dann. Okay. Ist wie Sanae. Guten Appetit. Danke dir. Ja, probier mal. So, jetzt will ich Mamas Meinung noch hören. Ja, weiß doch richtig sein, Mama. Ja, Mann. Ich wollte Also ich brauche gar nicht zu fragen, oder? Nö, also ich sag schon auf jeden Fall wirklich eine 10 von 10. Nein. Na gut, eine 10 von 10 kann ich nicht mal geben, es ist eine 9 von 10, weil es wird ja, immer aber es schmeckt richtig gut. Oh, schmeckt gut, Schatz. Aber Leute, guckt euch das an. Das Brot ist auch nicht dick, ne? Nee, nee, und du, guck mal, es ist viel. Also sehr gut. Preise sind auch voll okay, muss man jetzt sagen, ne? Kann man jetzt nicht meckern. Rollo, 9 Euro. Aber viel. Muss dazu sagen, man wird davon satt. Ist wirklich viel drin, muss man jetzt sagen. Also, Preise sind voll okay. Ja, aber ein paar andere Sachen haben die auch. Grillgerichte. Wir haben auch Ding hier. Das hat mich lecker angemacht. Warte mal. Lammrückenspieß. Das hört sich aber auch gut an, ne? Den nehmen wir mal mit auf jeden Fall. Ivan hat schon Probleme mit dem tiefer gelegten geilen mein Ex-BMW. Schatz, muss man sagen. Auf jeden Fall. So, jetzt auch so fängt schon sehr tief unten. Aber die Karre ist auch sehr tief. Na, er fährt hier richtig weit unten. Was das jetzt so? Ja, guck mal. Jetzt sieht man das nicht so deutlich. Ist schon sehr tief, die Karre. Schönes Ding. So, liebe Freunde. Ja, was haben wir gesehen? Erdbeer, Spargel, Tomaten. Also auf Erdbeeren habe ich richtig los. Hab Tui jetzt gesagt, komm, gib ihn Tui. Hol mal da mal ein bisschen Erdbeeren. Wollen wir nachher essen.
Du, ich hol zwei. Zwei, das sind die. Ja, 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 gut. Hol mal, kann ich absetzen. Lustig. Such die besten Haushaber, ne? So, liebe Freunde, genau, gegessen haben wir. Wir wollen nach Hause gehen. Ja, ich bin satt von dem Dürrenbar, auch jetzt nicht schlecht. Jetzt wollen wir mal gucken, dass du jetzt hier mal ein paar Erdbeeren kaufst. So, der Typ kontrolliert jetzt alle Spargel persönlich, Stück für Stück mit der Hand. Und er überlegt jetzt. Ne, er will doch nicht. War ihm doch zu teuer. Keine Ahnung, warum will er das nicht? Warum wird er überhaupt angehalten? Jetzt will Tui die jetzt anfassen. So, was sagt Tui für die Qualität? Tui mag Spargel. Also ich mag Spargel auch, muss ich sagen. Ja, sieht gut aus. Komm, Tui, handel da ein bisschen runter. So, los Tui. Mach was. Oh, die jetzt holt sich aus dem Geheimvorrat die Sachen raus. Habt ihr gesehen, liebe Freunde? Ja, Ausflug war gut, Vatertag, ja, macht ja auch nichts. Ich bin ja froh, dass ich überhaupt mal einen Tag mal mich entspannen konnte. Und morgen wollte ich einen Brückentag machen, lasse ich, aber ist zu viel Arbeit. Deswegen lassen wir das morgen wieder ganz normal arbeiten. So, oh, Tui hat wieder zugeschlagen. Jawohl, hier Spargel gibt's wohl morgen. Und die geilen Erdbeeren. Magst du Erdbeeren zu? Mhm. Ja? Okay, aber die anderen nicht. Ja, Schwiegerin ist auch im Auto. Niemand sieht sie. Ja? So, los Tui. Handel einen guten Deal. Nein, Spaß, soll sie einfach kaufen. Und die Schwiegerin haben wir auch abgelassen. Ja, sie hat keine Lust vor die Kamera. Ist auch okay, Privatleben, nein, nicht jeder. War ja nur einmal vor der Kamera. Ja. Zu Ehren deines Geburtstags. Ja, also ist auch okay, dass sie jetzt nicht dauernd vor der Kamera rumläuft. Muss auch jetzt nicht sein, ne? Nein. Muss man auch akzeptieren und respektieren. Nein. Ja, also Melek Grill war wirklich geschmackmäßig toll. Wir haben 45 Minuten gewartet. Ja, ist schon eine lange Zeit. Stell dir vor, Wetter ist blöd, da 45 Minuten warten ist nicht. Aber toll. Ja, geschmacklich war super. Preis-Leistung auch gut. Ja, Wartezeit war wirklich für ein Imbiss, sag ich jetzt mal. War das zu hart? Ja, finde ich auch. Für ein Imbiss, das muss schon ein bisschen schneller gehen, auf jeden Fall. Ja. Weil da kannst du nicht 45 Minuten. Und es war jetzt auch nicht so, dass da jetzt 30 Leute Schlange standen. Ne? Okay, ich glaube, der hat ein paar Vorbestellungen gehabt. Ja. Aber war mir auch tick zu lang. Aber das Essen war gut. Also wenn ich mal in der Nähe bin und da die Schlange nicht lang ist, würde ich mir gerne da was wieder reinpfeifen. Ja. Würde ich mal sagen, auf jeden Fall. Ja. Und dann unterwegs hat Tui natürlich den Erdbeerstand gefunden. Oh, richtig riesen Erdbeeren. Die zeigen wir euch gleich, wenn wir zu Hause sind. Ja, Freunde, es ist uns ja auch ein bisschen Action natürlich. 1.6. soll Umzug sein, vielleicht eine Woche später. Mal gucken, vielleicht klappt das am 1.6. Vielleicht eine Woche später. Ahnung. Eigentlich wollte sie mir ja Bescheid sagen. Die hat die auch noch nicht gemeldet. Nee, wieder, ich habe mit dem Makler schon geredet. Er hat gesagt, wenn, also sprich morgen. Und das Ding, weißt du, was ich eigentlich nicht verstehe? Die will ja zu ihrem Freund einziehen. Genau. Die hat eine Wohnung. Verstehe nicht, auf was sie wartet. Ich glaube, es geht darum, wegen Umzugsunternehmen. Weißt du was? Die hat dann noch nicht mal zum Umzug. Also die schmeißt sich selber da beim Typen hin, wenn sie will. Die ja, paar Sachen, die sie hat. Ja, aber trotzdem. Schatz, sie ist 75. Du kannst nicht erwarten, dass die schleppt da garantiert nichts. Das garantiert nein, verstehe ich alle. Wir schleppen für sie, wenn die rausgeht. Ja. Wirklich, ja. Das Blöde ist, 1.6. soll die was werden. Der nächste Roadtrip steht schon vor der Tür, weil ich möchte nach dem Umzug mich verpissen, ehrlich gesagt. Ne? Und ich möchte natürlich vor der Sommerpause abhauen, weil damit ich diesen Stau nicht habe. Ja. Das wäre dann 20. glaube ich. Wann fängt die Sommerferien an? Ja, kommt drauf an, wo, ne? Aber es ist ja meistens im Juli bis September. Genau, ich muss gucken, dass wir vorher abbauen auf jeden Fall, damit nur wegen dem Stau da nicht hingehen können. Und wieder mal 2-3 Wochen ein bisschen wieder mal ein Projekt durchstarten, da habe ich wirklich was Tolles im Visier. Das erzähle ich euch natürlich hier nicht. 100% erzähle ich euch das nicht. sonst erzähle ich euch auch alles, aber das ist wirklich ein Geheimprojekt, einer Geheimprojekte. Vielleicht kann ich euch in 14 Tagen nach den Gesprächen, kann ich euch das verraten. Ja, was noch? Es ist so hart, wir sind so kaputt. Die Messe war wirklich brutal, liebe Freunde. Ne?
Also es war so geil mit den Menschen, es war so toll. Unser Stand hat gebrannt mit Menschen. Nur wenn du da 10 Stunden gestanden bist, ich schwöre euch, meine Füße, die haben, ich konnte nicht mehr, Schatz. Wallah. Wer hätte gedacht, dass man Mehmet unterkriegt? Unglaublich. Ihr wisst, Alter, ich kann viel ab, ne? Aber ich war so fertig mit der Welt, ja. Ein Feierabend, nach Hause geduscht, was gegessen. Ich habe mich aufs Bett gelegt. Das war's, ich kam nicht mehr hoch. Und immer noch 2-3 Tage danach habe ich wirklich, ich bin immer noch so ein bisschen am Schlauchen, dieses Ding abzuwerden, aber es war wirklich ein geiles Erlebnis. Ich wollte gerade sagen, also ich finde, es hat sich sehr gelohnt, weil es war ja auch von Anfang an die Absicht gewesen, dass wir das für die Community 100%, 100%. Und das hat ja auch, ja, wunderbar 100% mit der Community, es war so gut, es waren so viele Menschen da, unglaublich, ja, wallah, es war richtig toll. Also sage ich nochmal ein Riesendankeschön an alle Leute. Da sind wir gleich zu Hause und zeige euch einmal die geilen Erdbeeren. Wetter ist gut, wir müssen noch mal ein bisschen tanken. Ja, ein bisschen Sprit braucht der Mini. Ja, gehen wir mal rein, gucken wir mal, wie es hier abgeht. Richtig schön hier. Irgendeine Party läuft aber wo? Oh, endlich Sonne, endlich. Da geht es dann richtig gut jetzt hier, wenn man den Sonnenschein hier sich mal reinzieht. Die sehen ja nicht schlecht aus hier, ne? Ja. Das sieht richtig gut aus. Also gibt es morgen Spargel. Aber, Alter. Die Erdbeeren. Boah, Alter, Schwede, Alter. Die Sonne scheint jetzt hier ein bisschen drauf. Guck dir doch die Monster an, ja. Heftig, oder? Brutal. Guck dir mal die Erdbeeren an. Guck mal, auf so, meine Hand. Alles ist schön. Aber jetzt Geschmackstest oder was? Mm. Ja? Boah, ich würde mich freuen, wenn die so ein bisschen kälter sind. Und wirklich gut? Ein bisschen süßer könnten die sein, aber sonst brutal. Danke, dass wir uns an den Vatertag begleitet haben. Tochter war heute Morgen zu Besuch. Die Kinder, ja, wir haben mit Tui was gegessen, mit der Schwester. Aber gut, ja. hat gut geschmeckt. Ja, geschmacklich fein. Rocky, das schmeckt dir leider nicht. Nein. Das wirst du wohl nicht essen. Du kriegst was anderes, ne? Also, liebe Freunde, vielen Dank, dass ihr uns heute begleitet habt. Abonnieren, liken nicht vergessen. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Schon wie so in ein paar Wochen, wenn der Umzug beginnt, da kommt richtig viel täglich Content auf Dumanis Kanal, ne? Ja, und dann, aber eins vorweg kann das sein, dass er auch ein bisschen chaotisch wird, aber das müsst ihr uns dann verzeihen. Tschüss.